Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den AEG SFB 58221AF Unterbau Kühlschrank. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Kühlschrank für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Kühlschrank unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Erfahrungsgemäß vernachlässigen viele Menschen beim Erwerb des neuen Kühlschrankes die Fixkosten, in dem Fall natürlich vor allem die Stromkosten. Du darfst einfach nicht vergessen, dass neben den Anschaffungskosten diese laufenden Kosten eben noch dazukommen, zumal das Gerät natürlich auch hin und wieder gewartet werden muss. Bei diesem Angebot hier bin ich allerdings der Ansicht, dass die Energieeffizienz definitiv gegeben ist, sprich der Stromverbrauch ist in meinen Augen absolut überzeugend bei diesem Modell hier. Bloß im Endeffekt musst du natürlich selber kalkulieren, ja, was das mit den monatlichen Stromkosten bei dir anbetrifft. Da hat jeder so seinen eigenen Spielraum, sage ich mal. Ich wollte das einfach nur betonen, weil ich sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass Leute beim Kühlschrankkauf eben nur auf den Einkaufspreis schauen und vergessen, dass bei einem so großen Haushaltsgerät noch laufende Kosten dazukommen. Wie bereits gesagt, bei diesem Modell finde ich die Energieeffizienz aber tipptopp. Auch ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Anschaffung des Kühlschrankes sollte niemals vernachlässigt werden, nämlich die materielle Verarbeitung. Ich bin der Ansicht, dass du hier einen Kühlschrank aus wertigen Komponenten von einem namenhaften Hersteller bekommst. Hier kann ich also definitiv einen weiteren Pluspunkt verteilen. Wie bereits gesagt, wenn wir uns jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Anschaffungskosten und auch von den laufenden Kosten anschauen, bin ich der Ansicht, dass du hier ein gutes Angebot machen kannst. Ich muss aber dazu sagen, es gibt unglaublich viele Kühlschränke momentan auf dem Markt für jedes kleine Bedürfnis einen eigenen, was jetzt die Größe und so weiter anbetrifft. Sprich, da könntest du dir ruhig ein wenig Zeit nehmen und vergleichen, welcher deinen Bedürfnissen am meisten entspricht. Hier ist die Auswahl inzwischen riesengroß und dank des Online-Shoppings kannst du dir mit ein paar wenigen Klicks deinen Traumkühlschrank ganz einfach von zu Hause bestellen. Grundsätzlich zusammenfassend würde ich zu diesem Modell sagen, dass ich den Kühlschrank in der Tat weiterempfehlen kann. Das Amazon-Angebot zum Kühlschrank werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.